Weiter geht's mit Alien Isolation. In der letzten Folge haben wir es zum Apollo-Hauptkern geschafft, haben uns dort mit der KI verbunden. Allerdings konnten wir die Roboter trotzdem nicht ausstellen, denn die meinte irgendwie, es gibt ein Problem am Reaktor. Und da sind wir jetzt gerade auf dem Weg hin. Und auf dem Weg hierhin haben wir unsere Pumpgun, unseren Revolver zurückbekommen. Das heißt, wir können sie wieder verteidigen. Ich bin mir schon mal wieder direkt ein bisschen sicherer. Und dann würde ich sagen, gucken wir mal, was hier am Reaktor so abgeht. Oh. Ja, es ist laut und sieht ziemlich gefährlich aus. Ich bin oben auf dem Reaktorkern, Ricardo. Sehen Sie schon was? Nichts. Ein paar Androiden, Kernsteuerungssysteme, das Übliche. Ich werde auf der unteren Ebene nachsehen müssen. Da sollte irgendwo ein Aufzug nach unten sein. Was war das denn? Also, das sieht normal aus? Okay, ich habe keine Ahnung von den Reaktoren. Also, wenn die das sagt, dann muss es stimmen. Aber hier drin regnet es oder schneit es und es blitzt. Also für mich sieht das nicht normal aus. Na gut. Die ist Ingenieurin, sie muss es wissen. Warte, was? Okay, aber es sollen keine Aliens sein, also irgendwelche Ratten oder so. Na gut, ich hoffe mal, hier gibt's keine. Sagt ihr irgendwas hier? Ne, alles ruhig. Gut, schleichen wir uns hier durch oder legen wir die Roboter einfach um? Man, die haben mich letzte Folge schon ziemlich genervt, die Roboter. Ich hätte schon Lust, sie mal ein paar umzulegen. Komm, dann kommst du da schon runter. Hm, anscheinend nicht. Jetzt geht's. Okay. Brauche ich mir auch einen Schutzanzug oder können wir einfach so da durchlaufen? Das sieht mir schon relativ gefährlich aus. Hm. Wollen wir auf der anderen Seite mal hochfahren? Bringt, glaube ich, nichts, oder? Wir haben eigentlich schon alles an Gut. Was haben wir hier? Eins, zwei Roboter. Ja, Revolver. Dann schießen wir schon mal drauf. Vielleicht haben wir Glück und treffen einen Schuss. Kann ich sagen, ob ich treffe oder nicht? Doch, ich treffe. Nachladen, aber wir nehmen einfach die Pumpgun. Na komm her. Hm? Als wenn dieser Anzug komplett unsterblich macht. Das kannst du mir doch nicht erzählen. Okay, ich wollte schon sagen. Aber die halten schon ordentlich was aus. Nachladen, komm. Okay. Haben sie das doch ein paar mehr als erwartet? Noch zwei weitere. Ja, wir sollten noch genug Schüsse haben. Oder auch nicht. Irgendwie sind die ein bisschen tanky geworden. Okay, keine Muni mehr. Da haben wir mal den nach. Ich hoffe mal, sind keine mehr. Ich weiß nicht, ob das schlau ist, dass wir jetzt ganze Munition verschwenden, aber eine wirklich Lust, jetzt hier wieder stundenlang rumzuschleichen. Ja, alles klar. Komm. Ach, 6 Schüsse gefressen. Hoffen wir einfach mal, die haben ein bisschen guten Loot dabei gehabt. So. Und jetzt haben wir mal die Schüsse gut verwendet, falls sie die Waffen nochmal verlieren sollten. Der hat schon mal nichts Brauchbares, danke dafür. Mal sehen, wie es hier hinten aussieht. Leer, perfekt. Auch leer. Flammenwerfer, das ist nett. Aber wir haben keinen Flammenwerfer mehr, also ja. Bringt jetzt auch nicht gerade viel. Gut, was sollen wir jetzt hier machen? Emergency Exit? Beta Core? Alpha Core? Ich habe keine Ahnung, was hier abgeht. Wir erkunden einfach mal hier ein bisschen die Umgebung. Können wir hier irgendwas machen? Nicht wirklich. Kommt mir doch schon ein bisschen gefährlich vor, hier lang zu laufen. So komplett ohne Schutzausrüstung. Hier würde es reingehen. Reaktor Maintenance. Gucken wir mal hier rein. Klingt schon mal nicht schlecht. Müssen wir hier hin? Ja. Dann aber zur Reaktorwartung.
geht denn hier ab? Bitte nicht. Was denn? Was ist los? Hat Jonas gesehen, was ich nicht gesehen habe? Oh nein, ein Flammenwerfer. Bitte sag mir jetzt nicht, dass hier noch ein Alien rumläuft. Oh nein, lol. Sie sind alle hier. Wer? Alle, die verschwunden sind. Alle. Die sind alle in einer Art Nest gefangen. Das sind Eier. Das ist eine Farm. Shit. Sie müssen verschwinden. Sofort. Och, nicht euer Ernst. Jetzt haben wir hier... Ich muss den Strom für die Plattform an den Leitern hier unten wiederherstellen. Jetzt haben wir hier ein Alien-Nest drinne. Wer hat das denn wann errichtet, bitte? Überladen Sie den Alpha-Kern. Och nee, wir haben hier so viele Nester. 1, 2, 3, 4. Aus jedem Nest kommt der ein Alien raus. Wir haben schon gegen 1 gestruggelt. Oh, da ist ein Speicherpunkt. Naja. Man sollte hier noch ein großes Alien rumlaufen. Dann macht es ja nichts, wenn wir die Munition gerade verschwendet haben. Weil ein Schuss und hier ist alles voller Aliens. Die hören das über die ganze Station. Schrott. Brauchen wir nicht. Gut, Karte sagt. Hier um die Ecke rum. Machen wir gleich. Wie lange soll das denn bitte hier schon sein? Ich meine, die Wände sind jetzt auch nicht gerade aus dem Boden gewachsen, einfach, oder nicht? Das muss ja schon jemand über einen längeren Zeitraum gebaut haben. Oh Mann. Überall Schränke, auch kein gutes Zeichen. Ja, er hat noch Sachen dabei. Bolzenschneider und Pumpgun. Sehr gut. Stimmt, den Bolzenschießer habe ich da komplett vergessen. Hätten wir gerade auch verwenden können. Vielleicht wäre der stärker gewesen gegen die Roboter. Was war das? Was ist das? Ist es tot? Das sind all diese ekelhaften Parasiten. Bah, Alter. Was haben wir auch noch solche Viecher? Radar sagt... Gar nichts, aber sollte ich wahrscheinlich jetzt ein bisschen drauf achten. Falls hier noch mehr rumlaufen. Weil wirklich sehen tut man die ja nicht. Alpha-Leitung-Aktivierung. Haben wir hier noch was Brauchbares? Taschenlampen-Batterien? Können wir unsere mal nachladen? So. Taschenlampe. Ansonsten alles voll. Dann machen wir mal das Leitungsinterface hier. Einmal freigeben lassen. Proceed to evacuate. Okay, soll das also abhauen? Frage, ob wir noch was machen müssen. Oh nein. Ist tot? Ja. Sehr gut. Wir können das Ding ja komplett wegbrutzeln. Der ganze Kokon ist ja aufgeplatzt. Aber... Ja, zu machen gibt's die, glaube ich, nicht, oder? Doch. Muss damit irgendwas interagieren hier? Oh, den habe ich ja gar nicht gesehen. Aber er hat auch nichts Brauchbares. Ah, shit. Ich würde gerne so viel Munition sparen, wie es geht vom Flammenwerfer. Oh, hier ist es. Okay, guten Morgen. Höre ich auf der Rückseite noch einen Schalter. Jetzt geht der hier? Ja. Und let's go. Was immer genau das bringt. Sollte ich abhauen? Meine Angst, dass das Wasser irgendwie unter Strom kommt oder so. Überladen Sie den Beta-Kern. Oh nein, ich höre was. Schnell einmal rein. Ich vermute mal, der Beta-Kern wird auf der anderen Seite sein. Ach du Scheiße. Was passiert da? Geht das Ding jetzt hoch? Nee, ne? Ich hoffe mal nicht, weil wir sind noch mitten in der Nähe. Ich habe hier einige Sachen auf dem Radar. 10 Meter. Ich sehe hier nichts. Gibt es hier Lüftungsschächte? Alter, das klingt gar nicht gut. Ich glaube, diese Folge wird wieder Tode hageln.
Hier sind so viele Viecher. Die Frage ist, ob die angreifen, wenn ich jetzt rausgehe aus dem Schrank. Jetzt sehe ich halt nirgends jemanden. Die verschwinden auch immer wieder. Gucken vorsichtig einmal raus. Ich meine, hier haben die einen Flammenwerfer. Damit können wir notfalls die Aliens einmal vertreiben, hoffe ich. Und wir schleichen uns langsam weg. Ne, ich dachte, da wäre irgendwas, was war nur der Schatten von dem Typen, der an der Wand hing. Oder? Ich höre hier auch Schritte. Ich weiß es nicht so genau. Oh. Das ist überhaupt nicht gut. Ja, das ist überhaupt gar nicht gut. Irgendwo ist saniert, kommt zurück. Wahrscheinlich ja, ne? Komm, einmal speichern, komm. Schnell, schnell, schnell. Oh, okay. Ich hatte eigentlich gehofft, das Alien-Zeitalter ist vorbei. Die Frage ist, wie viele Aliens jetzt hier rumlaufen. Ist es nur eins? Also nur ein großes und der Rest sind kleine Hampelmänner? Da laufen jetzt hier so 500, 600 große Aliens rum. Schleichen uns einfach mal weiter voran. Gott, war nur die Tür. Alles gut. Was ist hier rechts? Kann ich da rein? Ja. Die Frage ist, möchte ich das? Mal auf die Karte gucken. Schwer zu sagen. Gucken einfach mal, wo es hinführt. Okay, hier wahrscheinlich nur so ein Rundgang. Den haben wir jetzt übersprungen oder so? Keine Ahnung. Wir gucken einfach mal links rum, wo es hingeht. Nirgendwo hin. Hier ist eine Sackgasse. Bisschen Ethanol. Können wir uns mehr Molotows herstellen. Aber ich meine, wir haben schon drei Stück und mehr geht nicht. Ja. Gut, dann weiter geht's. Jetzt halt die Frage, wo wir hin müssen. Haben wir zwei Wege. Wenn wir schon mal hier drüben sind, gucken wir auch mal hier lang. Da noch was? Nee. Ich würde mich über Flammenwerferöl freuen. Gebt ruhig her hier. Hier ist ein Lüftungsschacht. Und irgendwas macht hier auch Geräusche. Und kommt dichter. Gut, das Ding ist tot. Was war das? Oh Junge, Junge, so viele Sachen auf dem Sensor. Oh Gott. Puh, das war knapp. Wo sehe ich? Wo bin ich? Ich sehe nichts, hallo? Okay, ich lebe noch. Ich brauche kurz eine ruhige Stelle. Ein bisschen Medikit verwenden. Gehen da mal rein. Okay, das war knapp. Noch gehört. Alles gut. Das Alien läuft da vorne irgendwo, wenn ich es richtig höre. Okay, ist es zurück in den Lüftungsschacht gegangen. Hauen wir so ein Medikit rein. Wir haben hier wieder einen ordentlichen Irrgarten. Ich würde aber sagen, die Richtung, in die wir laufen, sieht schon mal ganz gut aus. Schau mal, was hier so abgeht. Scheint mir eine Sackgasse zu sein. Eine ganze Menge Schrott liegt hier rum. Irgendein Bauplan. Und ein paar Impfpistolen. Wir könnten uns mal Medikits herstellen. Davon werden wir jetzt wahrscheinlich einige brauchen. So, 6 Stück. Mehr können wir nicht tragen. Nehmen wir hier die Sache mit. So, haben wir jetzt die Pumpgun in der Hand? Ich hätte gerne den Flammenwerfer. So. Aber mehr gibt es hier anscheinend nicht. Dann kraxeln wir mal wieder zurück. Ekelhaften, spinnenartigen Teile. Gut, dass man die so laut hört. Hör ich hier irgendwas? Ich glaube nicht. Sieht erstmal safe aus auf den ersten Blick.
Das ist zu. Wir zünden das direkt an. Und laufen. Gleich. Das war dumm. Das war dumm. Das war dumm. Ich bin tot. Ah, ich hätte den Flammenwerfer einfach abschießen sollen. Diese dreckigen Viecher. Okay. Das ganze nicht nochmal laufen, das ist natürlich ärgerlich. So, wo sind wir jetzt? Wieder beim Speicherpunkt. Dann müssen wir wieder links rum. Können wieder suchen. Oh, ja, der Flammenwerferöl. Dann hat es sich ja schon mal gelohnt. Der Loot wird ja jedes Mal ein anderer. Ein neues Spawn. Letztes Mal sind wir da durchgegangen. Wir gucken diesmal weiter geradeaus. Das sieht mir nicht nach einer Sackgasse aus. So, das hier so ein Ding. Müssen wir kaputt machen. Kommt ein Alien? Nee. Dann haben wir gerade einfach Pech gehabt. Gut, hier liegen wir Impfpistolen rum. Dann craften wir mal wieder Medikits. Oder auch nur eins. Was ist los? Oh Gott. Oh, es hat schon Angst jetzt vorm Feuer. Obwohl wir es nur so halb draußen haben. Naja, komm dich da und. Okay, ich habe glaube ich zu lange gewartet. Hätte ich ein bisschen früher geschossen, hätten wir wahrscheinlich keinen Schaden gekriegt. Egal. Medikits haben wir noch genug. Wir hauen schnell ab, wenn ich wieder aufstehen darf, bitte. Anscheinend nicht, dann sneaken wir einfach hier durch bis zum Loch. Komm. So, und sicher. Hier war noch so ein kleines Ding, glaube ich. Oder auch nicht. Gut, hier ist niemand. Gehen wir nochmal hier oben in die Sackgasse gucken. Mal sehen, was da so rumliegt. Aber wieder nur Ethanol und Pumpkin-Munition und Elektroschockerladung. Das ist doch ganz nett. Auch wenn Roboter jetzt nicht mehr unser größtes Problem sind. Wir werden sicherheitshalber mal ein Medikit. Sicher ist sicher. Gut, der ist leer. Ich höre wieder einen Alien. Na komm, hau. Ja, so ist gut. Okay. Das war knapp. Den hätte ich fast nicht gehört. Weil das Alien so laut getrampelt hat. Shit, wo lang? Bin ich mir gerade nicht sicher. Oh, hinter uns ist das Alien. Geh mal vorsichtig weiter. Vor uns ist das Alien. Hab ich aber nicht gesehen. Es sind zwei, ne? Es sind zwei. Scheiße. Moin. Was? Ich bin tot? Ich hab doch geschossen, bevor es mich überhaupt gesehen hat. What? Ach, Mann. Und nochmal laufen. Ja, das kann eine lange Folge werden. Na toll, diesmal hat er keine so guten Sachen. Und der ist komplett leer. Naja, jetzt kämpfen immerhin langsam ein bisschen die Umgebung. Wissen, wo wir lang müssen und wo wir nicht lang müssen. So. Wir gucken trotzdem nochmal hier oben hoch. Es kann immer sein, dass jemand Flammenwerferöl dabei hat. Das sollten wir schon immer mitnehmen. Ach, da hab ich erschrocken. Ich meine, wer weiß, wie lange das hier noch geht. Je mehr Schuss wir haben, desto besser. Klingt dicht. Aber ist hoffentlich vorbeigelaufen. Ja, ich sehe es nicht. Mal sehen, was er jetzt dabei hat. Irgendwas Brauchbares? Nee. Ich höre sie rechts laufen irgendwo. Ich denke mal neben uns im Flur. Ein Pumpgun-Schuss ist nicht schlecht. Was ist hier durch, ne? Ich hoffe mal nicht. Da habe ich damals mit dem Lüftungsschacht auch gedacht. Auf einmal kam es da rein.
Pumpgun Money. Ist hier so ein kleines Teil. Hier kommt was Großes. Anscheinend nicht. Leer. So, direkt drauf. Nicht lang zögern. Jetzt erstmal Hauptsache ein paar Informationen sammeln, damit ich weiß, wie es lang geht. Hier ist der Kern. Und Speicherpunkt. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Sehr gut. Speichern. Schnell. Komm, 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 komm. Oh, okay. Ja, gut, dass wir einen Flammenwerfer haben. Ohne den wäre das ultra hart. Oh. Wo? Da? Ist weg. Der Kleine ist tot. Die Nester sind alle leer. Okay. Plus 225 noch. Sollte reichen. Noch Nachladen brauchen wir nicht. Hier kommt wieder was. Weißt du, dass wir hier sind? Sollte es eigentlich nicht. Hier haben wir ein Fenster. Da läuft es. Warten wir kurz, bis es weg ist. Wie schnell bitte sind diese Aliens groß gewachsen? Ist das erste Alien nicht gerade mal vor ein paar Tagen hier auf die Station gekommen? Also vielleicht vor 2 Wochen oder so höchstens? Ja, geh schön weg. Ja, das ist die richtige Richtung, sehr gut. Am besten du gehst in den Lüftungsschacht rein. Das riecht mich. So ist gut, okay. Ne, es kommt zurück. Wenn du noch länger hier rumläufst, dann kugel ich dich gleich weg. Du hast die Wahl. Okay, schnell, 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 schnell. Kein Strom? Das war ich ganz umsonst hier. Okay. Frage ist, wo kriegen wir jetzt Strom her? Das Alien kommt schon wieder. Wir gucken mal kurz auf die Karte. Oh, Flammenwerferöl, sehr stark. Karte sagt, wir müssen dahin. Frage ist, wie kommen wir dahin? Ich habe keine Ahnung. Laden wir mal nach. Wenn wir sowieso schon hier rumsitzen. So. Gehen einfach mal hier links rum. Das wird der richtige Weg sein, denke ich mal. Sehe nur nichts. Da ist wieder ein lebendiges Nest. Das ist tot. Aliens sehe ich gerade keins. Ist das hier der Stromgenerator? Nee. Oh oh. Sitzen hier natürlich ziemlich in der Falle. Das klingt nicht gut. Ich hab das Ding nicht mehr. Flammenwerfer. Oh mein Gott, war das knapp. Ich hab's immerhin überlebt. Ich kann damit nichts machen, ne? Nee. Du musst wieder woanders hin. Hier. Schnell. Gut. Flammenwerferöl. Ist hier ein kleines Teil? Ich glaube nicht. Ja, Taschenlampenbatterien brauchen wir nicht. Karte sagt, die Richtung sieht richtig aus. Da wäre ein Generator. Sieht hier auch an sich ziemlich sicher aus. Also ich glaube, hier ist überall eine Sackgasse, ne? Ja. Hier sollte kein Alien reinkommen. Hoffe ich mal. Bindemittel. Ja, machen wir noch ein paar Medikits. Und verwenden auch gleich mal eins. So. Voll geheilt. Und dann stellen wir es noch eins her. Ja, Junge. Der Alien-Stress geht wieder los.
lasse wieder überall laufen. Und nirgendwo ist es mir sicher. Oder was? Nee. Dann stellen wir jetzt den Strom wieder an. Ich hoffe, die hören das nicht. Eins, zwei. Geh mir weg, geh mir weg. Oh Gott, ich dachte gerade, das ist hier links neben uns irgendwo rausgekommen. Aber sieht sicher aus. Kommt noch einmal, ne? Ja. Zack. Überladen Sie den Beta-Kern. Jagen wir jetzt den Reaktor in die Luft, oder wie? Dann zerstören wir doch die ganze Station. Oh Gott, da läuft es. Aber egal. Hauptsache, Aids sind tot. Ich meine, wenn die ein einziges Alien angeschleppt haben und dieses eine einzige Alien sich so krass vermehrt hat, dann müssen wir auf jeden Fall ausschalten. Ich brauche nur eins überleben und dann hat man hier auf einmal wieder 20 Stück. Geh schnell. Komm, 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 komm. Gut. Jetzt müssen wir wieder dahin. Beide Gänge sehen leer aus. Benutze einmal den Schalter. Immer noch keins. Dann jetzt hier ran. Los. Und es. Sehr gut. Scheiße. Ich muss hier raus. Kira, sie ist im zentralen Reaktor zurück. Okay. Wir warten noch mal kurz, was passiert. Aber anscheinend hat der Lärm kein Alien angelockt. Oder? Doch, ich höre Schritte, glaube ich. Der Radar ist komplett nutzlos. Ich würde gerne zum Speicherpunkt gehen. Komm, jetzt einfach los. Ich höre gar nichts mehr. Es ist ultra laut. Oh, ich kann speichern, Gott sei Dank. Gut, ich bin jetzt nicht ganz sicher, wo wir hin müssen. Ich glaube, im gleichen Weg einfach wieder zurück. Boah, hab ich mich erschrocken. Wo kam er denn her? Bin ich jetzt tot? Einfach tot, lol. Als ob mich das kleine Vieh geone-shottet hat. Ich war doch Full Life, oder nicht? Egal, wenn er direkt hier gespeichert. Ja, ich war Full Life. Ich hab's halt nicht kommen hören, da hier alles ultra laut ist. Da ist es. Gut, tot. Karte sagt. Weg. Okay, was ist weg? Ich habe irgendwo fest. Eine Lampe. Da konnte man irgendwo klettern, oder? Hier vorne links war das hier. Jo. Los, rein. Okay. Das ist ein Respawn, die Kleinen. Sehr nervig. Gut, jetzt hier nur noch links rum, ne? Ja. Das ist schon der Speicherpunkt und dahin müssen wir. Aber ich habe hier gerade noch Schritte gehört. Aber ich sehe nichts. Dann los. Wir speichern noch einmal. So. Falls wir sterben, haben wir dann nochmal ein Stückchen gespart. Jo, überschreiben. Sehr gut. Und dann hier vorne irgendwo raus. Noch so ein kleines. Ist weg. Ich sehe mal nichts. Okay. Wir schleichen schön, damit wir dich noch mehr anlocken. Und jetzt schnell hoch. Los, komm, komm, komm. Gut, hochkommen sollten die eigentlich nicht. Ich meine, die sind hier unten und wissen hoffentlich nicht, wie man den Fahrstuhl bedient. Das heißt, das einzige Problem, was jetzt kommt wieder, sind die Roboter und die haben wir schon alle umgelegt. Ricardo, ich kann das Nest zerstören. Ripley, Sie haben sich heute schon in genug Gefahr begeben. Ich kann alle Kerne einschalten, überlasten und dann eine Reaktorsäuberung einleiten. Alles hier unten wird dadurch zerstört werden. Die sind respawned. Ich versuche nicht, Sie davon abzuhalten, Ripley. Ich fände es nur gut, wenn Sie nicht draufgehen würden. Überladen Sie den Alpha-Kern. Es gibt zwei Notfallschaltkreise, die überschüssige Energie in die lokalen Kondensatorenblocks in den Türmen speisen. Wenn ich sie abkopple und das System entlade, wird das Nest dadurch zerstört. Ich habe keine Ahnung, was Sie gerade gesagt haben. Ich auch nicht. Halten Sie sich einfach gut fest. Oh
Okay. Was sollen wir jetzt machen? Hier links und rechts diese Dinger? Okay. Die laufen wieder Roboter rum. Die mich jetzt auch schon gesehen haben. Ich würde sagen, das ist die perfekte Gelegenheit, um mal das Ding hier auszuprobieren. Einer kommt links, einer kommt rechts. Ne, zwei kommen links. Oder? Ja. Dann legen wir jetzt erstes mal hier den hier um. Was kann das Teil? Oh Leute, ich muss gedrückt halten. Scheiße. Da habe ich einen Schuss verschwendet. Oh, muss nachladen. Los, los, los. Jetzt habe ich ein Problem. Okay, gedrückt halten. Und. Okay, das Peak sagt er nur dazu. Nicht so effektiv, wie ich gedacht habe. Scheiße. Jetzt haben wir ein ganz großes Problem. Leer. Okay, das war's wahrscheinlich. Pumpgun. Leer. Hätte mal nachladen sollen. Komm ich hier noch rein? Sehr gut, haben wir ein bisschen Zeit. Medikit. Dann Bolzenschießer, nachladen. Okay. Los, komm. Und rechtzeitig schießen. Oha. Okay, Pumpgun, Pumpgun, da. Einer. Zwei. Drei. Einmal stunnen. Und laufen. Sehr gut. Wir sprinten direkt durch. Scheiße. Komm schön nach rechts. Schön nach rechts. Schön nach rechts. So ist gut. Okay, links keiner. Rechts keiner. Wir können laufen. So, dann schnell nachschieben. Und das Ding hier ist krass. Als wenn das Ding so viel stärker ist als eine Pumpgun. Könnte man doch einen Alien wegklatschen? Müssen wir eigentlich nochmal testen. Und tschüss. Mal nachladen. Und nochmal R hier. Wundert sich der eine beschwert, dass die Leute Waffen bauen. Das Ding ist ultra OP. Kann ich den Fall wieder einsammeln? Ne. Na gut. Mal sehen, was die haben. Auf den ersten Blick nichts Brauchbares. Schieben wir schon mal nach. Was haben wir da? Pumpgun-Patronen. Sehr gut. Die können wir gebrauchen. Okay, der ist auch voll. Das Ding ist auch voll. Dann looten wir nochmal die beiden hier. Der hat nix. Und der auch nix. Schade. Aber dann können wir uns jetzt um den Reaktor kümmern. Ohne Angst vor irgendwelchen Robotern zu haben. Gehen wir erstmal nach rechts gucken. Das brauchen wir nicht. Hier brauchen wir auch nichts von. Das nehmen wir natürlich gern mit. Wie komme ich denn da ran? Oh doch, hier, da unten. Einmal überbrücken bitte. Okay, klingt nicht gut. Wir laufen mal schnell zum anderen rüber. Oh, es wird immer lauter. So, hier noch irgendwas. Munition, sehr schön. Hab ich hier vorhin alle liegen gelassen? Die ganzen Schüsse? Hm. Oh, hier geht's nicht. Warum nicht? Ach so, ich muss erst den einen machen, dann irgendwas da und dann den anderen. Na gut, dann machen wir das so. Ich glaube, das war hier, ne? Ja. Was soll ich machen? Tasten bewegen und mit Eingabe. Eingabe, Eingabe. Eine weiße Sache müsste hier noch sein. Gut, dass die Roboter tot sind. Jetzt haben wir alle Zeit der Welt. Und da haben wir es. Und da unten noch eins. Sehr gut. Jetzt darüber? Nee. Noch weiter hier rum. Und hier noch ein Terminal. Müssen wir die richtigen Tasten drücken. Verkackt. Und geschafft. Und jetzt? Jetzt der Alpha-Kerl. Okay. Dann mal los. Wie groß ist das hier bitte? Kann ich mal die Decke sehen?
Alle verkehren, hier haben wir ihn. Einmal umlegen. Dann wahrscheinlich wieder an die Terminals ran. Erst das linke oder erst das rechte? Erst das rechte. Dann wieder Enter. Enter. Und Enter. Noch was? Da unten. Sehr gut. Jetzt noch eins. Und dann müssen wir wahrscheinlich laufen. Auch weil ich nicht denke, dass wir irgendwie irgendein Reaktorauto rennen können. Ne? Ach, wir müssen wieder so einstellen, dass es unten und oben übereinander ist. So, 71 und 28. Leiten Sie den Strom zum zentralen Kern um. Junge, ist das laut. Wieder zurück zum Alien-Nest. Oh, okay. Was sind das für Geräusche? Klingt alles nicht gut. Rennen hat Unfälle. Unfälle zur Folge. Wo ist denn einer? Ich sehe gar keinen. Irgendwo hier muss ein Roboter sein. Ich sehe ihn nicht. Ich hoffe mal, er ist nicht in der Nähe. Gut. Und aktivieren. Säuberung vom Reaktor eingeleitet. Zurück. Okay, einmal rum. Wir sprinten direkt los. Nicht rennen. Wer sagt das die ganze Zeit? Ich bin schon paranoid genug jetzt gerade. Das brauche ich nicht auch noch. Ach da. Zwei Stück. Drei Stück. Hä? Wo kommen die auf einmal her? Schnell, schnell, schnell. Und. Tschüss. Wir looten nicht, wir rennen durch. Aber wir laden nach. Kommen wir auf einmal wieder her. Das ist Emergency Exit gewesen. Haben wir uns vorhin noch gemerkt. Muni? Wahrscheinlich liegen gelassen, oder? Die ist respawned. Jetzt kann mir auch keiner erzählen, dass ich jeden Schuss übersehen habe gerade. Da geht's rein. Da müssen wir auch rein. Komm, geh auf. Komm, komm. Sehr gut. Lauter Alarm ist wieder da. Ja, hier geht's hoch. Wieder die goldene Leiter in die Freiheit. Junge, Junge, Junge. So. Oh ja. Okay, wir müssen also noch irgendwas hier bestätigen. Ich denke mal hier. Reinigungssequenz einleiten. Let's go. Leiten Sie die Säuberung mit nach oben, nach unten ein. 2, 4, 5, 5. Was? Hä? Okay, ich habe keinen Plan, was ich gemacht habe. Oder wie ich es gemacht habe. Ricardo, ich werde jetzt das Nest beseitigen. Halten Sie sich gut fest. Okay. Let's go. Wir jagen die Aliens komplett weg. Alter. Und die Roboter brutzeln komplett weg. Kann das jeder Reaktor? Das sieht übrigens so ganz gesund aus. Oh, das ist ein Alien. Das sind ganz viele Aliens. Haben die es überlebt? Okay, jetzt haben wir ein Problem. Irgendwie hat das gar nicht interessiert. Die Gefahreneindämmungsstufe wird gehalten auf Omega. Mehrere nicht gemeldete Lebensformen auf Sevastopol registriert. Ach nein. Strompegel auf Sevastopol gefährdet. Da sind immer noch welche auf der Station. Mist, es tut mir leid, Ricardo. Kommen Sie einfach zum Marshallbüro zurück, Rip. Bitte. Och nein. Kehren Sie zu Ricardo zurück. Wir müssen jetzt durch das Alien-verseuchte Schiff zu Ricardo laufen. Ja, was sollen wir denn jetzt machen? Die haben irgendeine, keine Ahnung, Kernschmelze überlebt. Die Dinger sind unsterblich. Ach du Scheiße. Ja. Rest in peace. Wir haben nicht mal einen Speicherpunkt. Einfach nicht sprinten. Keine Ahnung, wo wir sind. Halt, Rip. Hier geht etwas Merkwürdiges vor sich. Wirklich? Sie müssen zur Krankenstation. Sofort. Die Reaktorsäuberung. Sie setzt alle Systeme auf Sevastopol zurück. Beleuchtung, Transit, vielleicht sogar die Funkverbindungen. Das ist unsere Gelegenheit. Sie müssen gehen. Sofort. Wir haben wahrscheinlich nicht viel Zeit. Ich gehe runter zu Communications. Ins zum St. Christobel Krankenstation. Aber was soll das heißen? Es wird alles zurückgesetzt.
Das heißt, wir können jetzt Hilfe rufen? Ja, Funk oder wie? Jetzt bin ich komplett überfordert. Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Gehen Sie zur Maschinenraumtransitstation. Einfach geradeaus. Okay, machen wir das mal. Hier können wir jetzt rein. Waren wir vorher, glaube ich, noch nicht. Oh, hier gibt es ordentlich was zu looten. Vier Schränke und eine Schachtel. Elektroschocker, sehr gut. Leuchtpistolen oder Leuchtfackeln haben wir schon mehr als genug. Mehr brauchen wir aber auch nicht wirklich. So, wir sprinten auf gar keinen Fall. Ich höre einen Speicherpunkt. Sehr gut. Hier. Müssen wir schon mal nicht mehr durch diesen lauten Reaktorraum. Sollten wir sterben. Dann Krankenstationen. Das ist nicht. Das ist es auch nicht. Service ist es auch nicht. Oh. Das ist es auch nicht. Okay, anscheinend ist es zum Maschinenraum oder so. Maschinenraum. Ich bin mir nicht ganz sicher, wo wir hin müssen. Service? Med Tower wahrscheinlich dann, ne? Ich bin mir nicht ganz sicher, wo wir lang gehen müssen. Ja, wir fahren einfach mal mit dem Zug und gucken, wo es hingeht. Oder müssen wir doch hier hin? Systech. Shit. Gucken wir uns hier nochmal kurz um. Kommen wir jetzt hier irgendwie durch? Hier? Nee. Sprengkapsel nehmen wir mit. Okay, den können wir nicht mehr rufen. Das heißt, wir haben nur drei Wege, die wir theoretisch gehen könnten. Könnten hier noch hingehen. Ich weiß nicht, Medizinturm klingt schon so, als wäre es in der Nähe vom Krankenhaus, oder? Keine Ahnung. Wir fahren einfach mal. Mal sehen, wo es hingeht. So. Jetzt dauert das wieder Ewigkeit, bis die Türen aufgehen. War alles nachgeladen. Aber können wir gleich nochmal nachschieben. Ich bin in der Krankenstation. Oh. Haben Sie die Kommunikationszentrale erreicht? Ich bin hier, aber zu spät. Apollo hat sich von der Reaktorsäuberung erholt und externe Kommunikationswege erneut gesperrt. Na super. Warum haben Sie mich dann hierher geschickt? Plan B, Rip. Bevor ich los bin, haben die Systeme ein sich näherndes Schiff angezeigt. Ich glaube, das ist die Anisidora. Marlow hat es geschafft, die Autopiloten-Codes zu senden, während die Kommunikationswege vorübergehend offen waren. Wir müssen zu dem Schiff. Dockt es an? Nein, aber es befindet sich in Warteposition. Gehen Sie Richtung Ambulanzanlegestation. Es sind Kurzstreckenshuttle, aber das reicht. Verstanden. Finden Sie Ambulanzshuttle. Meine Güte. Aber wir sind richtig, ne? Ja, einfach links und dann gerade durch. Problem ist, ich habe gerade Schritte gehört. Das heißt, wir speichern erstmal. Gut, und dann einfach umdrehen und durchlaufen. Nur ohne wirklich zu laufen. So, schön leise. Ich höre doch hier irgendwas. Hier ist immer noch zu. Aber macht auch nichts. Oh, Pumpgun-Patronen. Ist aber auch neu. Wir waren hier ja schon mal. Da waren ganz sicher keine Pumpgun-Patronen drin. Die Tür haben wir letztens schon mal aufgemacht. Sehr gut. Sparen wir uns jetzt ein bisschen Zeit. Ich höre was. Ich höre was dicht. Einfach in den Fahrstuhl und los geht's. Richtig? Richtig. Okay. Keine große Erkundungstour mehr hier machen. Einfach zu den Shuttles, bevor die uns zurücklassen. Oh. Ach, hier ist dieses. Ich sehe einen
Start auf meinem Terminal. Marlow hat sich bereits eines der Shuttle geschnappt. Marlow, Alter. Das war ja klar. Gut, hier waren wir gefangen nach der Explosion. Wo ich nicht gescheckt habe, wo es lang geht. Wo müssen wir denn hin? Ach, Junge, ist das weit? Links zu links oder immer weiter links? Okay. Sind wir dadurch? Könnte eine Abkürzung sein. Laundry. Mal in die Waschanlage gucken. Aber sieht zu aus. Vielleicht können wir es aufhacken, aber ich denke mal nicht. Ne. Dann nehmen wir den normalen Weg, sage ich mal so. Wie hat hier eigentlich aufgeräumt? Hier war doch überall Trümmer. Egal. Oh ja, hier sind wir auch einige Male gestorben. Die Musik hat aber plötzlich aufgehört. Gibt irgendwas? Nicht wirklich. Da sieht man nichts. Wir müssen links rum. Hier gibt es auch immer wieder neue Wege, ne? Die Station ist echt riesig. Was ist das hier? Benutzen? Ah, wir haben eine Tür aufgemacht. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Keine Ahnung. Irgendein Raum zum Röntgen oder so. Aber wirklich Loot gibt's ja auch nicht. Dann gehen wir mal hier rechts wieder raus, würde ich sagen, ne? Einfach im Halbkreis rum. Oh ja. So, schön ruhig, nichts anlocken. Ich höre gerade auch nichts. Hier wackelt die Lampe. Aber ich glaube, das ist wegen der Station. Oh. Och nein, und die hat einen Anzug an. Also, wo kommt er denn jetzt überhaupt her? Egal, er ist langsam. Wir locken ihn einmal hier hin. Na komm. Und dann hängen wir ihn hier ab. Um die Pritsche rum. So, wenn wir schießen, kommt das Alien. Und das wollen wir nicht. Wir sollten schneller sein als der, auch wenn wir nicht sprinten. Solange kein zweiter kommt, sind wir safe. Da könnten wir reingehen, aber wir gehen einfach den direkten Weg, denke ich mal. Bang jetzt, wo der uns verfolgt. Kurz die Karte checken, wo geht's hier hin? Müssen wir hier rein? Ich glaube nicht. Ne. Kommt er noch? Weiß ich nicht. Wenn ja, ist er ziemlich weit weg. Und jetzt hier links rum, ne? Sehr gut, ich höre auch irgendwo einen Speicherpunkt. Oh. Also verwinkelt hier. Da ist irgendwas. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Was machen wir? Oh! Generator Level 3. Sehr gut. Jetzt sollten wir uns durch jede Tür hacken können. Oder was wir sonst noch so finden. Hacken Sie die Tür und steigen Sie ins Shuttle. Ich habe nicht mal eine Tür gesehen. Waren die das da? Oh, Blendgranate Version 3. Ne, da ist eine Tür. Bin auch wieder blind gewesen. Ich hoffe mal, der Roboter kommt nicht. Gut, Hackgerät Nummer 3. Mal sehen, wie das funktioniert. Oh wei, das sind dann noch mehr geworden, oder? Ja. Wo ist es? Da und da. Safe. Alles easy. Okay. Roboter kommt nicht. Die Koordinaten sind bereits im System. Drücken Sie einfach auf den Knopf. Und Sie? Ricardo, nein. Ohne dich will ich nicht gehen. Kann ich noch retten gehen? Wahrscheinlich nicht, ne? Ich weiß nicht mal, wo er ist. Dann mal los. Aber da wir gerade eine Blendgranate gefunden haben, gehe ich mal davon aus, dass es noch nicht vorbei ist. Oder ein Bauplan für eine Blendgranate, eher gesagt. Das sieht schon mal ziemlich dunkel aus. Okay, wir sind außerhalb der Station. Schon mal ein gutes Zeichen, glaube ich. Was machen? Ich glaube nicht. Einfach eine Cutscene. Okay.
Okay, mal sehen, was passiert. Okay, sie steht auf. Und wir können laufen. Wo sind wir jetzt? Das ist unser... Hallo, hören Sie mich? Gerade so, Rip. Sie begeben sich außer Reichweite. Ich bin mir nicht sicher, wie lange die Verbindung bestehen bleibt. Wo sind wir? Ist das hier unser Shuttle oder sind wir schon bei der Annie Sidora oder wie die Schiff da auch hieß? Oh ja, sind wir. Verstehe ich das jetzt richtig? Die Annie Sidora ist doch das Schiff, mit dem wir hergekommen sind, oder? Wieso sieht das hier auch schon wieder so verwüstet und verlassen aus? Bringen Sie die Systeme der Annie Sidora wieder online. Oder verstehe ich das gerade falsch? Wo sind wir jetzt hier gelandet? Wo bringe ich hier irgendwas online? Hier schon mal nicht, glaube ich. Gehen wir einfach mal weiter gucken. Ich hoffe, mein Marlo oder Trottel hat nicht schon wieder einen Alien mit eingeschleppt. Der hat schon einmal geschafft. Ich traue ihn jetzt auch noch ein zweites Mal zu. Abspielen. Pechsträhne gebrochen. Wir konnten uns in den letzten Jahren gerade so den Lebensunterhalt verdienen und die Annie Sidora sieht langsam aus wie die Wracks, die wir bergen. Der Crew geht es auch nicht viel besser. Dann haben wir aber den Flugschreiber gefunden. Er gehört zu einem Schiff, der Nostromo. Weyland Yutani Eigentum. Das bedeutet, es gibt eine Belohnung. Marlo hatte dann aber noch eine bessere Idee. Den Pfad des Flugschreibers erschließen, um das Wrack der Nostromo zu finden. Wir hatten Glück, entdeckten ein Notsignal und folgen ihm jetzt. Das ist ein Volltreffer. Ich kann es spüren. Ich wusste, er würde mich nicht enttäuschen. Oh, okay. Wir sind nicht auf dem Schiff, mit dem wir hier angekommen sind, sondern wir sind auf dem Schiff von Marlow drauf. Mit dem Schiff, mit dem er auch das erste Mal das Alien gefunden hat. Auf diesem Kackplaneten. Ach nee. Aber wo kommt das Schiff denn jetzt auf einmal her? Hat er noch einen Teil seiner Crew hier drauf auf dem Schiff? Und die haben es wieder dichter gebracht? Keine Ahnung. Tür verschlossen. Aber wenn er mit diesem Schiff hier auf dem Alien-Planeten war, kann ich mir auch gut vorstellen, dass hier irgendwas noch rumläuft. Zugangscode benötigt. Den werden wir wahrscheinlich hier finden. Und hier können wir einfach so ran. Okay. Was haben wir da? Pumpgun? Flammenwerfer, Flammenwerfer. Oh. Okay, das klingt mir sehr nach Alien Encounter gleich nochmal. Dann mal sehen, was wir hier haben. Signalempfang, Marlow. Haste sagt, er hat gerade eine Art Signal entdeckt. Luis arbeitet an der Entschlüsselung. Könnte die Nostromo sein? Willst du dir das selber ansehen? Ja, könnte die Nostromo sein, war es aber nicht. Technikerbericht vom 24.10. Marlow, ich musste gerade einige dringende, nötige Reparaturen an dem Unterlichtsgeschwindigkeitstriebwerk durchführen. Digga, was ein Wort. So laut wie die alte Kiste geknarrt hat, ist es ein Wunder, dass beim letzten Sprung nichts abgefallen ist. Bis der erste hält jetzt alles zusammen, aber bald ist eine Generalüberholung fällig. Und zwar nicht nur für die wichtigsten Systeme. Wenn wir so weitermachen, schleichen wir bald per Anhalter durch den Weltraum. Die Sache wird teuer werden. Hoffentlich hatten sie mit diesem Signal recht. Könnte unsere letzte Chance sein auf eine ordentliche Bezahlung. Jedenfalls muss ich den Zugangscode der Tür zurücksetzen. Der neue Code lautet 4510. Was wir uns merken. 4510. Fehlerhaft. Das können wir uns gleich anhören. Und machen wir auch mal. Außerhalb von Sevastopol. Marlow und Foster sind zuerst aufgewacht. Sie sah schrecklich aus. Meeks und ich sind auf dem Weg zum Shuttle zur Station. Aber, naja, das fällt sicherlich unter Quarantänebruch, oder? Na, es ist Marlows Schiff. Sie ist Marlows Frau. Die Situation geriet außer Kontrolle und Meeks hat jetzt eine blutige Nase. Also, vielleicht geben die Ärzte Entwarnung und alles kehrt zum Normalzustand zurück. Aber wenn sie Wind davon kriegen, wenn wir an Bord gehen, will ich nichts damit zu tun haben. Marlow zahlt nicht mal annähernd genug für solch einen Ärger. Ja, die haben es gewusst und sind trotzdem aus Sevastopol eingeflogen. Die Hunde, was war's? 4, 5, 1, 0? Ja. Gut.
Hier ist wieder alles ordentlich verwinkelt. Was haben wir hier? Das sieht doch nach irgendeinem Stromgenerator aus, ja. Starten Sie den Generator erneuert. Na gut, mache ich das mal. Zwei und einmal noch. Gut. Strom läuft hier schon mal. Dann machen wir es gleich nochmal hier. So. Und jetzt ist hier alles laut. Und zwar sehr laut. Ich hoffe mal, das lockt nichts an. Aber was passiert hier auf jeden Fall? Wir sind langsam zurückgefahren. Okay, da kommt ein Terminal raus oder so. Dann mal los, Sicherheitszugangsgenerator verwenden. Hacken E, Q abbrechen. Auch wieder das Ding hier. Und ja, first try. Diesmal gleich geschafft. So. Das Ding wackelt. Sieht alles nicht sicher aus. Sollte ich hier rausgehen? Wahrscheinlich ja, oder? Bevor ich gleich noch irgendwie explodiere. Geht die Tür jetzt hier auf? Oh ja, Tür ist offen. Eieiei. Ricardo, falls Sie mich hören können, die Hauptenergie der Anisidora ist wieder online. Die Türen sollten sich öffnen und hoffentlich ein bisschen Licht. Immer noch kein Zeichen von Marlow. Hey Ripley, willkommen auf der Anisidora. Marlow? Wo sind Sie, Marlow? Danke, dass Sie den Strom wieder eingeschaltet haben. Sie haben mir Arbeit erspart. Er musste nur vorübergehend offline sein. Ich musste ein paar Sachen in Ordnung bringen. Wieso spricht er so komisch? Finden Sie Marlow? Also eigentlich habe ich keinen Bock auf den, der ist ein bisschen komisch. Wo müssen wir denn hin? Nach da ganz hinten. Na dann, dann mal los. Aber bis jetzt ist hier alles ruhig. Und Marlow scheint noch zu leben. Das heißt, er ist schon mal nicht durch irgendeinen Parasiten geplatzt. Die Frage, was mit Taylor ist, die müsste eigentlich auch irgendwo hier sein, oder nicht? Ist sie das zusammen abgedackelt? Wollen Sie vielleicht Teil meiner Mannschaft werden? Sind viele Stellen offen? Nee, danke. Marlow hat mich hintergangen. Er wollte mir alle Daten über die Kreatur geben, damit ich sie der Firma übermitteln kann, aber er... Taylor? Taylor! Marlow, was machen Sie da? Was sich sonst keiner traut. Kommen Sie zu mir, Ripley. Ich habe etwas für Sie. Das war ja klar. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall einen Pumpgun-Schuss aufsparen für den Typen. Was ist das? Oh, nur so ein kleines Ding. Wo hat er das aufgetrieben? Wie bist du aufs Schiff gekommen? Wie kann es sein, dass er hier Babys hat? Züchtet er die hier schon auf dem Schiff, oder wie? Aber seit wann? Also, manchmal verwirrt mich hier die Zeit ein bisschen. Wann hier genau was passiert? Was war das? Keine Ahnung. Oh nein, 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 nein. Radio ausstellen. Das war nicht mein Plan. Gut. Was Interessantes hier? Sevastopol. Lok, was auch immer. Was auch immer sich an Foster gehaftet hat, ist tot. Es lag neben ihrem Bett auf dem Boden. Eingerollt wie eine Spinne. Foster sagt, ihr geht es gut. Aber ich habe sie trotzdem in den Hyperschlaf geschickt. Das Ding muss irgendwas getan haben. Vielleicht kann ich den Prozess verlangsamen. Sevastopol ist die nächstgelegene Station. Ich werde sie zur Untersuchung hinbringen. Es könnte ein Problem mit der Quarantäne geben, aber der Nostromo-Flugschreiber öffnet uns vielleicht die Tür. Wir müssen tun, was wir tun müssen. Ja, was habt ihr mit dem Flugschreiber eigentlich gemacht? Wieso war der kaputt? Und fehlerhaft? Und abspielen. Anisidora, hier spricht Marshall Waits auf der Sevastopol. Offiziell sollte ich Ihre Anfrage auf Andockung eigentlich verweigern. Sevastopol befindet sich derzeit im Stilllegungsprozess und ich kann die Sicherheit außerplanmäßiger Schiffe nicht garantieren. Aber... in Anbetracht des von Ihnen gefundenen Eigentums gewähre ich einer kleinen Anzahl Ihrer Besatzung das Docken über einen Kurzstreckenshuttle. Ich muss Sie daran erinnern, dass Sevastopol ein Anteil an jeglicher Belohnung für die Rückgabe des besagten Eigentums zusteht, sobald dieses auf der Station ankommt. Bitte senden Sie Antwort. Waits Ende. Junge, Junge, die Trottel. Die müssen wir nochmal reinhacken. Jetzt hier auf jeden Fall beeilen, obwohl die Tür ist einfacher gewesen. Keine Ahnung warum. Waren zwei Zeichen weniger, glaube ich.
Da ist alles zu. Dann gehen wir einfach mal weiter geradeaus. Der beobachtet uns die ganze Zeit, denke ich mal. Aber wir gehen einfach unbeirrt weiter. Das Raumschiff hier ist aber auch so verwinkelt. Könnte ich mal irgendwie, keine Ahnung, einen geraden Gang bauen? Irgendwas ein bisschen übersichtlicheres? Ich habe sie auf Sevastopol gebracht. Hab alle Regeln gebrochen, um sie herzubringen. Das war ziemlich dumm von mir. Ja. Dumm. Sie können dieses Ding nicht besiegen, Ripley. Unmöglich. Man kann nur versuchen, ihm aus dem Weg zu gehen. Jede Spur hinter sich verwischen. Alle Anzeichen zerstören. Die Infektion vom Ausbreiten abhalten. Sicherstellen, dass die Menschheit nie wieder mit ihm in Kontakt gerät. Denn sobald es Kontakt aufgenommen hat, hat es gewonnen. Die Firma wird niemals erfahren, was hier passiert ist. Niemand wird es erfahren. Das werde ich nicht zulassen. Das ist aber schon mal einer Meinung. Ich mag dich aber trotzdem nicht. Und was meint er mit, wir haben keine Chance gegen das Teil? Wir haben doch schon mehrere getötet. Eins haben wir in den Weltraum geschossen. Und ein paar andere haben wir mit einem Reaktor in die Luft gejagt. Also unbesiegbar sind die nicht, aber halt im 1 gegen 1 hat man keine Chance. Sondern man hat einen Flammenwerfer. Oh, was ist jetzt los? Lüftungsschächte, immer die Lüftungsschächte. Junge, Junge. Hier haben wir diese Überschlafkapseln, vermute ich mal. Irgendwas tropft hier auch wieder. Oh, ich höre einen Speicherpunkt. Das ist doch ganz gut. So, speichern. Denn wir sind auch schon wieder über eine Stunde dabei. Das ist eigentlich ein ganz guter Punkt, um die Folge zu beenden, würde ich sagen. Gerade haben wir Flammenwerferöl gefunden. Das heißt, die Action wird bald nochmal abgehen. Aber das gucken wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Ich sage vielen Dank und dann bis zur nächsten Folge.